Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch die Top und Flops des Monats März vorstellen und ich fange jetzt einfach mal mit den Top-Sachen an und auf Top 1 ist dieser Camouflage-Creme, also so ein Concealer-Creme von Catrice. So sieht dieses Concealer-Creme aus und ich kann das wirklich weiterempfehlen, weil die Deckkraft einfach super ist. Ich habe ja auch andere Concealer-Teile benutzt und ich muss sagen, der hier ist auf jeden Fall schon mal viel besser als dieser silberne Stift, wo man da hinten dran drehen muss und dann kommt der Concealer oben raus. Der deckt wesentlich besser und auch länger ab als das andere. Das andere geht dann nach einer Zeit auch schon wieder ab. Oder wenn ihr das gerade am Verteilen seid, zum Beispiel wenn ihr den hier verteilt, dann kann man den sozusagen auch verteilen. Bei dem anderen war das so, wenn man das verteilt hat, war das sozusagen auf dem Finger und du hattest eigentlich am Ende eh nichts abgedeckt. Und als zweites bin ich super froh, dass ich den hier gefunden habe, weil ich brauchte ja einen neuen Make-up. Hier muss ich sagen, dass es wirklich ein gutes Make-up ist, denn es deckt zwar richtig gut, aber es ist auch noch leicht auf deiner Haut. Das heißt, manche Make-ups sind ja so, wenn ihr das aufträgt, dann merkt ihr auch richtig, dass ihr irgendetwas auf eurem Gesicht habt. Und hier ist es so, ihr spürt das gar nicht. Es ist so leicht auf deinem Gesicht. Also perfekt. Ich bin wirklich froh, dass ich das hier gefunden habe. Ja, 13 Euro. Ich finde das eigentlich ganz okay für so viel. Ich meine, da drin sind wie viel Milliliter? Ich habe das Schild jetzt schon abgemacht. Deswegen weiß ich das jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall ist da sehr viel drin. Auf jeden Fall genauso viel wie bei dem Catrice Make-up, den ich davor hatte. Und da waren, glaube ich, irgendwie 30 Milliliter. Ne, Quatsch. Viel mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann haben wir noch hier den Dreamy Berry Rouge von P2. Der hier ist eigentlich auch ganz gut für den Frühling. Also ich mag den total, weil einfach die Farbe, die ist so rosé, rot. Einfach so frühlingsfarbenmäßig und ich tue dir jetzt mal ein bisschen auf meine Hand, damit ihr dann auch was sieht. Der ist halt so roséfarbig, hat aber auch einen Hauch von Pink da drin und auf den Wangen sieht das halt super schön aus und das sieht dann halt so aus, als ob du total gesund bist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr im Sommer, ne? Wenn ihr da so ein bisschen es warm habt, dann werden eure Wangen ja immer so rot und das sieht dann halt total gesund aus und das kriegt ihr mit diesem Rouge auch hin und es sieht einfach mega auch natürlich aus. Dann habe ich mir für Karneval noch Eyelid Tapes geholt. Jetzt fragen sich manche, was sind Eyelid Tapes? Ich glaube, die Asiaten wissen, was ich meine. Und zwar sind das so welche Lidfalten, die ihr da hier oben reinklebt, damit ihr halt so eine bessere Lidfalte habt. Die Deutschen brauchen das nicht, das ist eigentlich auch nur für die Asiaten gedacht. Ich habe das auch aus einem chinesischen Shop da bestellt. Ich musste leider 4 Wochen warten auf 2 von diesen Streifen hier. Aber das sind halt so Dinger, das sind doppelseitige Tapes. Das heißt, ihr klebt die hier so rein und dann habt ihr sozusagen eine Lidfalte, weil ich habe mein Lidfältchen fängt ja erst hier hinten an. Und wenn ihr das hier reintut, dann, ja, faket ihr euer Augenlid. Dann habe ich noch von Adeko letztens Proben bekommen. Und einmal habe ich da so ein Adeko Nagelpflege-Serum bekommen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das müsst ihr einfach immer auf eurer Nagelhaut drauf tun und ein bisschen einmassieren. Gibt es auch von Essence, aber ich finde den hier von Adeko viel besser. Ein Tipp für euch, wenn ihr auch sowas haben wollt, einfach mal Adeko anschreiben, also auf www.adeko.de oder so. Und einfach mal fragen, könnte ich ein paar Proben haben, dann kriegt ihr Proben. Und dann habe ich noch einen Lipgloss bekommen, das fand ich auch super. Vor allem liebe ich ja so kleine Lippenstifte, die ihr einfach mal in die Taschen werfen könnt, wenn ihr feiern geht oder so. Und mir hat die Farbe auch super gefallen und zwar ist das die Farbe 64. Es hat so einen leichten rosa Stich, aber mir gefällt's und ich nehme die zurzeit auch immer mit in die Schule.
Und das waren so meine Top-Sachen. Und jetzt kommen wir zu den Flops, die wirklichen Flops. Und zwar war ich total unzufrieden mit diesen Teilen hier. Ja, das sind unechte Wimpern. Ich habe die auch für Karneval bestellt. Zusammen mit diesen Eyelid-Tapes. Und also noch unechter geht's gar nicht mehr. Die sind mal einfach für unser asiatisches Auge einfach mal viel zu lang. Und guckt euch das mal an. Es ist auch viel zu lang auf so auf von der Breite her. Und es ist auch viel zu lang von den Wimpern her. Also die Hälfte davon hätte irgendwie gereicht. Aber solche Wimpern, die sind zwar billig. Ich glaube, das waren 2 Euro für so 10 Stück oder sowas. Aber am Ende musste ich dann doch noch zu DM laufen und mir dann für 4,95 Euro, glaube ich, war das, Wimpern kaufen. Extra für Karneval, weil ich dachte, die würden funktionieren. Dann habe ich noch so Nagelperlen. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Das sind so Perlen, die ihr auf dem Nagel drauf tut. Und dann sieht das so aus. Ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht davon. Vor allem hat das Ding 7,95 Euro gekostet. Und in der Werbung sah das so schön aus. Und bei mir, ja, es sieht jetzt nicht hässlich aus, aber das Problem ist, ich habe mir die gestern Abend gemacht und die Hälfte fliegt da schon ab. Also es hält überhaupt nicht. Und für 7,95 Euro lohnt sich das nicht. Also da gibt es auch noch andere Nail-Designs. Dann habe ich noch ein BB-Cream geholt, letztens, wo ich dann total den Ausschlag bekommen habe. Und zwar von Douglas, und zwar so eins mit, wo schwarze Pigmentteile drin waren, die sich auf deine Hautfarbe anpassen oder so, keine Ahnung. Und dadurch, dass ich den Ausschlag bekommen habe, konnte ich den noch zurückgeben. Aber bei Douglas ist es so, wenn du wirklich unzufrieden damit bist, kannst du das wirklich zurückgeben. Und ich habe das Produkt jetzt nicht mehr, deswegen kann ich das jetzt auch euch nicht zeigen. Dann kommen wir zu meinem letzten Flop, und zwar zu dem hier. Ich hatte das zwar schon letzten Sommer, aber ich habe das immer wieder vergessen zu zeigen. Und es ist ja auch mein erstes Top- und Flop-Video, deswegen habe ich das einfach mal dazu getan, obwohl ich das jetzt nicht im Februar gekauft habe, beziehungsweise März. Was das ist, es ist eine Wimpernzange, und zwar wird das hier heiß an dem rosanen Teil. Und dann könnt ihr damit ans Auge und dann die Wimpern halt wellig machen. Aber erstens, wenn ihr es anmacht, dann dauert es erstmal 5 Minuten, bis das erstmal so richtig warm wird. Und zweitens, wenn ich das dann dran tue, manchmal ist das zu heiß. Und es funktioniert gar nicht. Also egal wie warm das ist, wenn ich das dann so hochdrücke, meine Wimpern werden dadurch nicht gewellt und kriegen auch nicht den Schwung dadurch. Es funktioniert also gar nicht und ich bin wirklich, wirklich sauer auch, dass ich dafür 10 Euro ausgegeben habe. Im Endeffekt habe ich doch wieder meine Wimpernzange benutzt, die einfach mal nur 1,95 € gekostet hat von Rossmann, glaube ich, war das. Und ja, auf jeden Fall Finger weg von solchen Sachen. Nimmt einfach eine normale Wimpernzange, das ist einfach viel besser. Das ist wirklich Verschwendung meines Geldes, denn es bringt einfach mal gar nichts, noch nicht mal ansatzweise was. Und ja, mehr Sachen bei meinen Flop-Dingern habe ich nicht mehr. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr schenkt mir einen Daumen hoch, damit ich auch weiß, dass dieses Video gut angekommen ist. Wenn mir jemand einen Daumen runter gibt und es mehr als Daumen hoch sind, dann werde ich im nächsten Monat keinen Top und Flop des Monats mehr machen, weil es dann einfach nicht so gut ankommt. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!